Okay. So, ja, hat er jetzt nicht mal ganz die Hälfte gemacht. Oh also, das dauert noch ein bisschen. Ich würde mal. Hier habe ich doch auch noch solche Dinger. Da könnte ich zumindest schon mal ein bisschen produzieren. Nämlich so. Und dann so. Ach, ja, komm. Aber ich überlege gerade. Ein paar werde ich mir mal aufheben. Beziehungsweise warten, bis hier fertig ist. Ja gut, das dauert noch ein Weilchen. Was machen wir denn so in der Zwischenzeit? Auf jeden Fall erstmal in die Pflanzentruhe hier mal die Kakaobohnen mit integrieren. So. Und ja. Weil wie gesagt, wenn ich dann mit der Plantage dort noch ein bisschen eins draufsetzen würde. Warte mal. Wir haben doch hier noch 30 Stück da. Lass mal ganz kurz nochmal darüber switchen. Bestenfalls mit der Schere oder noch eine, weil die ist nämlich gleich breit. Da könnten wir das nämlich nochmal alles ein bisschen umplatzieren und somit die Produktion ein wenig ankurbeln. Jetzt habe ich natürlich wieder keine Axt mitgenommen. Ich hält. Es ist egal. Warte mal. Erstmal machen wir die Lianen wieder weg. Ist mir doch gerade so eine kleine Idee gekommen. Nämlich. Lassen wir das mal ausschließlich für die Kakaobohnen. Und packen mal die Lianen, damit es ein bisschen schneller geht mit dem Wachsen, hier dran. So. Einmal quasi hier drumherum. So. Und das hier lassen wir, wie gesagt, ausschließlich jetzt für die Kakaobohnen. Da kommen wir nämlich ein bisschen besser um die Runden hier. So. Hier sind noch zwei. Zack. Na. Passt alles wunderbar. So, da lassen wir das hier nämlich alles Kakaobohnenplantage und da können die Lianen hier von mir aus nämlich ein bisschen hier an diesem Lagerhaus rumwachsen. Und dann können wir uns immer wieder mal ein bisschen was hier wegholen. Genau wie hier von dem Baum. Dann auch schon wieder ein paar neue. Aber das dauert eben auch alles seine Zeit. Deswegen müssen wir es jetzt nicht überstrapazieren. Hier, das kann ruhig wachsen. Theoretisch können wir uns auch das am Haus wegschnippeln. Weil nachwachsen wird es eh irgendwann wieder. Denke ich zumindest. Ja. Dann passt das schon. Irgendwann sind alle Gebäude mal grün. So, vom Kobelstone kann ich jetzt also noch zwei mitnehmen. Und die hier kombinieren. So, da haben wir 34. Wie weit sieht es hier aus? Ja, 14 noch. Da gehen wir jetzt mit der Schere nochmal schnell durch die Schafe durchschnippeln. Und dann können wir den Ofen leer machen und uns zurück an den Kirchturm begeben. Nach einer kleinen Pause.
Gut ist, wie gesagt, dass wir hier das, wo wir das mit dem Stall hier gebaut haben, diesen kleinen Umbau hier, dass wir zumindest mal jetzt wirklich die Tatsache haben, dass hier nichts mehr übersiedelt von den anderen Tierchen. Jetzt muss ich teilweise gucken, hier konnte nämlich jetzt die graue Wolle nicht mehr zwischen den Steinen unterscheiden. Blöd, wenn man alles gleichzeitig dabei hat hier. Ja, gib mir noch mal. So. Goodie. Ah, Platz hier. Oliver Twist. Lass mich raus hier, danke. So. Und jetzt müsste er fast fertig sein. Die letzten sechs sind drin. Reicht das dann mit der Kohle eigentlich? Eigentlich schon. Acht. Achtmal Kohle auf 64 Blöcke. Ich glaube, so war es immer. Ich nehme es jetzt einfach mal raus hier schon mal. Noch ein bisschen was zu tun. So. Naja. Nehmen wir uns jedes Mal einen Stein raus hier und bis wir dann durch sind, ist das hier auch fertig. So, der letzte ist gerade ausgegangen. Der erste. Zack. 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 So. Warten wir einfach nur noch, bis die ausgehen. Zack. Und zack. So. Jetzt können wir uns hier natürlich wieder jede Menge Bruchstein draus machen, was wir ja brauchen für den Kirchturm. Wupp dich. So, warte mal. Ja, prinzipiell haben wir jetzt erstmal genug davon. Hier ist noch einmal Stein. So, ich denke, das sollte reichen. Ja, wir können ja erstmal hier die Scheren wieder abladen. Das Tropenholz können wir auch wieder abladen. Das war unnötig, dass ich das mitgenommen hatte. Ich hatte erst so eine Idee, aber das habe ich dann wieder verworfen. Vor meinem geistigen Auge. Und ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal hier mit den Steinziegeln wieder so weit, wie wir kommen. Ich denke, es müsste reichen. Und mit dem bemoosten Stein müssen wir dann eben noch ein bisschen warten. So, erstmal haben wir gesagt, machen wir hier außen an der Kirche weiter. Ein Kirchturm, den müssen wir dann von oben nach unten einmal komplett auffetzen. Das wird dann wahrscheinlich noch die meiste Arbeit in Anspruch nehmen. Aber was hilft's? Wer schön sein will, muss leiden. Und jetzt könnten wir mit dem Kirchturm anfangen, nämlich ein bisschen von dem normalen Stein hatte ich mir mitgenommen, extra für sowas hier, damit ich hier wieder die Lücken zumachen kann, was eigentlich totaler Bullshit ist, weil das wird ja eh jetzt alle Steinziegel werden. War Quatsch, brauchen wir gar nicht. So, die Spitzhacke hat es eh gleich erlebt hier. Aber wir haben ja noch zwei mit. Müssten wir erstmal damit klarkommen. So, und jetzt ist jetzt eigentlich hier auf dem Weg nach unten irgendwas, was mich stoppen kann? Nö. Dann können wir das ja so machen. Einmal nach unten durch, bitte. So, bis hierher, bis zum Dach. Den Rest sieht man dann eh nicht mehr. Weil hier unten drunter ist, dann nämlich schon wieder geht's abwärts.